Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Sollten wir es hinbekommen, jetzt die zwei Spiele in der Aufnahme zu gewinnen, dann sind wir schon Gold 1. Das wäre schon mal geil. Und ich werde aber logischerweise trotzdem alle Spiele spielen, weil es geht ja auch um die Monatswertung. Also im besten Fall gewinnen wir jetzt nur noch vier Spiele und ärgern uns dann, dass uns noch genau ein Sieg zur Elite 3 fehlt. Das wäre so das momentane Optimum. Okay, konzentrieren wir uns, spielen gut und am besten gewinnen wir in der regulären Spielzeit und gehen nicht erst wieder in die Verlängerung und dann in der 100, in der 120. das Tor zu schießen. So, oh, auch wieder kein so krasses Team, außer halt Eriksen, der 87er. Meine Jesus ist halt trotzdem teuer, aber ja, es geht eigentlich. Schneller Sturm, Hunter auf Jesus, der halt eigentlich schon sehr schnell ist, aber wahrscheinlich boostet Hunter genau die Abschlusswerte, die man bei Jesus haben möchte. Oh, komm, wir stellen um, komm, wir stellen um, komm, wir stellen um. 4-1-2-1-2. Druck. Schade. Ja, ich wollte mich erst drehen und dann den Laufpass spielen, aber er macht es leider nicht, sondern spielt ihn direkt. Auch jemand, der gerne rennt, wie man sieht. Ja, das hätte ich irgendwie besser machen müssen. Hab direkt auf Schießen gedrückt, schade. Risikopass. Aber ich denke, unnötiger Risikopass. Gegner bisher nicht gut, aber ist auch nicht so ultra schlecht, dass ich sage, das ist ein total easy Win. Das ist sowieso nie der Fall. Aber bisher sind wir zumindest der beste Spieler, das ist immer erstmal gut, auch wenn wir uns davon erstmal nichts kaufen können. Einfach mal einen Schritt entgegengehen und wir hätten den Ball, das ist auch wieder geil gemacht von Sokrates. Ich sag nichts, egal.
Hat er Cavani eingewechselt? Ja, ne? Den hat er nämlich so nicht gehabt. Elfmeter, vielen Dank. Gut, dass der auch mal gegeben wurde. Aber wir müssen erstmal noch reinmachen. Erstmal wieder ausgeglichen. Schön gemacht mit Ginter. Ein bisschen Glück. Oh, und er war sogar zuletzt dran. Nice. Ne, schieß doch! Oh, meine Fresse! Bin nicht zufrieden, aber gut, ich spiele halt gerade einfach nicht so gut. Ich weiß. Das wird sich auch in der Weekend League nicht mehr ändern. Aber dass Arangis da nicht schießt, ich weiß nicht, warum er es nicht macht. Da kommt dreimal wieder an den Ball ran. Ich hämmer die Schießentaste die ganze Zeit wie ein Bekloppter und er schießt einfach nicht. Mann! Ich glaube, er hat die Formation geändert. Muss ich wahrscheinlich direkt schießen. Das klappt einfach nicht.
Verdammt! Dieser beschissene Idiot. Oh, ich glaube, Ginter war's. So ein Trottel, ey. Er muss doch nur den Ball wegschlagen, der da vorbeiläuft. Guckt's euch an hier. Ach, okay, er zeigt uns nicht. Egal. Wenn ich gegen diese Peso verlieren, verdammt nochmal. Nice luck. Da sollte der Ball natürlich nicht hin. Da sollte der Ball natürlich nicht hin. Gut getribbelt mit Arangis. Jetzt machen wir ein bisschen Spaß mit dem Torhüter. 2-2, come on. Jetzt drehen wir das Spiel. Das zweite Mal, das war ausgleichen, jetzt drehen wir. Oh, ey, das war doch ganz klar Ball gespielt.
Viel zu hektisch alles. Den muss ich natürlich machen mit Werner. Ich weiß nicht, ob ich wieder beschissen gezielt habe oder was das Problem ist. Ich glaube, ich versuche mal zu sehr an die Ecke zu schießen. Das ist, glaube ich, mein Fehler. Das muss halt das 2-1 sein, logisch. Ist 3-2, sorry. Ich weiß nicht, wieso er genau in dem Moment dahin läuft. Wenn ich das Spiel verliere, wieder meine Schuld. Ich hatte in der 90. die Chance, 3-2 zu machen, also den Führungstreffer zu machen. Den Siegtreffer zu machen, besser gesagt. Och, Goretzka! So eine Scheiße. Und wieso? Weil Goretzka wieder diesen Ball nicht behauptet, sondern einfach rumeiert wie so ein Idiot. Meine Fresse. Und wie gesagt, wir hatten die Chance zum Sieg, aber nein, ich habe es halt vergeben, weil ich wieder zu genau gezielt habe.
Dann wollte ich nicht ihn spielen. Das Spiel ist so beschissen, das gibt's gar nicht. Ich meine, der Gegner hat trotzdem nicht verdient zu gewinnen, aber es ist meine eigene Schuld, dass wir nicht in der regulären Spielzeit schon gewonnen haben. Das war's. Egal, auf zum nächsten Spiel. Ich werde es nicht mehr schaffen, die zwei Spiele zu gewinnen. Wir brauchen jetzt aus drei Spielen noch zwei. Haben natürlich wieder besten Mann, klar. Aus drei Spielen noch zwei Siege und so wie ich gerade spiele. Ich bekomme ja auch keine leichteren Gegner mehr. Das ist ja, ist immer das gleiche Niveau. Es ist einfach nichts Schlechteres dabei. Es ist egal, wie viele man gewinnt. Verliert, meine ich. Und so wie ich gerade spiele, werde ich einfach aus drei Spielen nicht mehr zwei gewinnen. Das ist unmöglich. Schön, ich spiele gerade mit Ribéry ohne volle Fitness, weil ich ihn nicht gewechselt habe. Okay, geht sogar noch. Ach Mann. Komm, gebt mir einen krassen Gegner, dass ich auf jeden Fall verliere. Und dann die letzten zwei Spiele gewinnen muss, ist zumindest schon mal ein krasses Team. Ich glaube, ich rede einfach gar nicht mehr, aber ich kann mich dann am allerbesten konzentrieren. Genau, Alu-Treffer von Brozovic, schade. Oh, Hinf. Ah, ja, okay, jetzt war kurz mein Fall, okay. De Vrij, erstes Tor, sehr schön. Es war, glaube ich, ein CPU-Kopfball. Ich glaube, ich habe Brozovic oder so gesteuert. Es ist echt auffällig, wie oft dies dieses Jahr passiert, dass es CPU-Kopfbälle gibt nach einer Ecke. Aber wir hatten ja auch schon den Alu-Treffer mit Brozovic, also unverdient ist jetzt nicht, dass wir hier führen. Abseits. Auch jemand, der gerne rumrennt, wie man sieht.
Ich wollte gerade sagen, bisher macht er krasse Fehler, aber jetzt haben wir auch einen krassen Fehler gemacht. Ah, wir haben es wieder ausgeglichen, weil den habe ich gesteuert. Schade, ich hätte wahrscheinlich direkt abschließen müssen, aber ich dachte, ich kann noch einen Schritt gehen. Ah, nice luck. Gut verteidigt. Oh, der ist noch heiß. Sehr schön gemacht mit Binat hier. Wir bräuchten trotzdem mal das zweite. Das war wieder schlecht rausgespielt. Oh, zum Glück. Ich dachte schon, es gibt ein Lagertor. Das war so nicht geplant. Und er macht fast noch ein Eigentor. Sehr geil. Alter, wie riskant schon wieder. Scheiße, was mache ich denn? Oh. Schade, aber es war ein guter Versuch. Da haben wir Glück, es hätte auch das 1-1 sein können. Es ist wieder nicht solide genug. Wir hatten auch schon wieder Chancen zum 2-0 und haben es nicht genutzt. Scheiße, diesmal ist alles abgedeckt. Muss ich wohl lang spielen. Danke, das war mal ein guter Abpfiff. Da würde ich mich sehr aufregen, wenn ich der Gegner wäre. Wir sind noch lange nicht safe. Ich möchte das Spiel unbedingt gewinnen. Dann haben wir nämlich noch einen Sieg aus zwei Spielen, was machbar ist.
Was? Wir waren zuletzt dran? Zweiter Alu-Treffer von Brozovic. Beim letzten Mal ist dann irgendwie ein Lackertor nach einer Ecke gefallen. Vielleicht haben wir wieder das Glück. Irgendwann reicht es mit dem Glück, hä, mein Freund? Oder halt auch nicht. Oder halt auch nicht. Oh, was für ein Lacker wieder. Oh mein Gott, das ist unglaublich. Kann ich denn immer gebacken bekommen, nicht diese Scheiße zuzulassen? Ne? Guckt euch das an hier. Was ist das denn? Und, ich wollte gerade sagen, und noch ein geschenktes Tor, aber er schießt daneben. Wie er das macht, weiß ich nicht. Ich könnte kotzen, ich könnte einfach so kotzen, ey. Wo bleibt denn mal mein Glück, verdammt? So ein dreckiger Lacker, ey. Es ist unglaublich. Schön abgefälscht. Oh, es ist zum Kotzen, ey. Seine beschissene Weekend-League. Ich spiele so scheiße heute. Und natürlich, na also wenigstens etwas.
Komm schon, ey, mach das 3-3. Na also. Boom. Jetzt gewinnen wir das Spiel auch noch. Nicht umsonst hier 2 Tore aufgeholt. Schönen Zeitlupe, deiner Schuss. Das ist auch die Moral auf unserer Seite. Oder er macht jetzt einfach. Ach, zum Glück. Die letzten Verlängerungen haben wir alle verloren. Ich glaube, 3-mal haben sie verloren. Die letzten, oder? Waren es 2? Ich bin gerade nicht mehr sicher. Also 2-mal sind wir auf jeden Fall ins Elfmeterschießen. Und natürlich nicht zum Schießen. Vier, drei, meine Freunde. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich das bei mir mache. Also ich kenne den Jubel, aber es ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich das bei mir mache. Das geht wahrscheinlich nur, wenn ganz viele mitkommen. Sehr geil. 4-3, come on, das gewinnen wir jetzt. Er war schon mit 2 Toren im Vorsprung. Jetzt haben wir das Spiel gedreht. Das ist nice.
ist auch ein bisschen aggressiver. Oh, das war scheiße. Oh, Lichtstein hat gar keine Power mehr. Das haben wir uns natürlich selbst zuzuschreiben irgendwie. Ich verstehe auch nicht, wieso der 100 Leute immer vorne stehen hat. Er muss doch defensiv komplette Katastrophe sein. Aber irgendwie ist das nicht so. Ich verstehe es nicht. Er hat irgendwie immer Überzahl, obwohl ich auf sehr defensiv spiele. Verdammt nochmal! Fünf-vier, was für ein krankes Spiel. So, und jetzt direkt auf sehr defensiv und ein bisschen besser konzentrieren. Ich werde jetzt einfach direkt auf Zeitspiel gehen, sobald ich den Ball habe. Hey, Gold 1, verdammt nochmal. Brauche ich jetzt den Sieg? Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, ich habe kein Zeitspiel gemacht, weil ich dachte, naja, mal gucken, ne? Oh, was für ein geiles Tor! Dass der wirklich noch reingeht, krass! Krass, krass, krass! 6-4, das war der Deckel. Hätte halt den Torhüter da nicht rausholen dürfen. Ich meine, da waren ja noch Leute da. Das war auf jeden Fall ein Fehler, das war so ein Panik rausholen, würde ich sagen. Das war ein geiler Pass. Und hier nochmal nach links gezogen und dann habe ich einfach geschossen, weil ich wusste, der Torhüter ist gleich da und der geht wirklich rein. Sehr geil. Schade, zu weit, der Pass. So, jetzt geht er natürlich nur auf Zeitspiel, wenn er noch ein Tor schießen soll, ne? Das hat er gut gemacht. Das dafür nicht. Ach, er hat keinen Bock mehr, okay. Sehr geil. Zwei Tore Brozovic, jetzt haben wir 100 Tore geschossen. De Vrij, Elyounoussi, Alessandrini, Icardi, Vorlagen, Icardi, Alessandrini. Krass, drei Scorerpunkte für Alessandrini als Einwechselspieler. Und Insigne hat auch wieder einen Scorerpunkt, sehr schön. Tja, dann brauchen wir jetzt noch einen Sieg aus zwei Spielen. Das werden wir wohl irgendwie hinbekommen. Dafür machen wir dann noch eine Aufnahme. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Paxis.